so nett und hilf ihm. Detritus, ich rufe dich an, sobald ich kann. Tschüssi. So. Ja, nicht abhauen. Ich soll jetzt ein Raumschiff bauen. Ich brauche ein Raumschiff. Nimm meine Konstruktionsmaschine. Du suchst dir einfach die Teile aus und baust sie zusammen. Es ist ganz leicht. Du kannst es selbst machen. Ah, danke. Das ist nett. Letzte Woche ist allerdings bei mir eingebrochen worden und ich habe fast keinen Schrott und keine Pläne mehr. Hier steht mein Notfallraumschiff. Du kannst es gerne benutzen, wenn du es brauchst. Wo steht dein... Gut, dann wo ist denn jetzt hier diese Maschine? Ach, da. Da bauen wir uns doch einfach mal eine Maschine zusammen, ein Raumschiff. Möchtest du die Einführung sehen? Ja, die machen wir mal mit. Nun bauen wir ein neues Raumschiff. Weiter mit linker Maustaste. Hangar geschlossen, bla bla bla, ich hab's jetzt nicht gelesen. Flo, mit linker Maustaste dieses Raumschiff bauen. Dieses Kampfschiff braucht Motoren. Nun bauen wir die Motoren in das Raumschiff ein. Weiter mit linker Mausklick. Ach, da oben dann, Motoren, genau. ...32 km/h. Nun bauen wir die Waffe in das Raumschiff ein. Weiter mit linker Maustaste. Vulkanwaffe, okay. Und dann nehmen wir eben die Vulkanwaffe. Nun suchen wir die Panzerung des Raumschiffs aus. Weiter mit linker Maustaste. Ja, okay, ist ja wirklich ganz simpel. Ich denke mal, das kriegen wir auch hin. Ah, und das kostet uns auch gleich nochmal Geld, die Panzerung hochzumachen. Ja, ist gut. Dein Raumschiff ist jetzt fertig. Oh. Okay. Ach, mein Raumschiff ist schon fertig. So. Von nun an wird Sputnik dich immer begleiten. Du wirst sehen, wie nützlich er ist. Cool. Vielen Dank, mein Freund. Du kannst gerne wieder vorbeikommen, wenn du willst, aber ich warne dich. Wenn du mit einem gestohlenen Raumschiff hier aufkreuzt, mache ich dich zu Schrott. Ich will keinen Ärger mit der Polizei. Verstanden. Keine Sorge. Mit einem gestohlenen Raumschiff. Das bedeutet, man kann also auch Raumschiffe stehlen. So, jetzt muss ich erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall zum Rathaus, so viel ich weiß. Ja, zum Rathaus. Erstmal hier klarkommen. Hey du, ich bin der irre Spieler. Du kennst mich nicht, aber ich weiß, wer du bist. Schau doch mal bei mir vorbei und wir reden übers Geschäft. Folge dem gelben Pfeil auf deinem Radar. Na dann gehen wir doch mal hin. So. Ah, hier war Turbo, genau. Lass mal wieder mit der Steuerung klarkommen. Und gucken, wie wir da zu diesem Spieler hinkommen. Ey, Vorsicht. Passt doch mal auf, wo er hinfliegt. Kommen wir dann jetzt hier weiter? Haha, geht's schon los mit der Arbeit hier. Mit der Sucherei. Gehen wir mal hinten lang. Komisch. Ne, da kommen wir auch nicht lang. Hallo nochmal, ich bin der Spieler. Du solltest so bald wie möglich zu mir kommen. Ja, ich... Folge dem gelben Pfeil auf deinem Radar. Dann zeig mir mal, wie ich da am besten hinkomme.
schön. Ey, Vorsicht. Ah, jetzt haben wir es, glaube ich. Sind wir wieder hier. Gehen wir mal der Straße hier entlang. Ich glaube, das ist immer am besten, ne? So, hier hinten kommen wir auch nicht weiter. Gehen wir mal hier lang. Vor allem gehen wir mal, wir fliegen mal hier lang. Und da kommen wir jetzt hier durch, genau. So. Ist der denn? Ich warte immer noch darauf, dass du in mein Spiellokal kommst. Folge dem gelben Pfeil auf deinem Radar. Ist doch gut, mein Junge. Kannst mir auch mal eine Anweisung geben, wie ich da hinkomme. Ein Turbo. Ah, okay. Da fliegen wir aber nicht durch. So, jetzt müssen wir doch gleich da sein, oder? Immer noch nicht. Oh. Na endlich, so. Hier rein, oder was? So. Ich warte immer noch darauf, dass du in mein Spiellokal kommst. Folge dem gelben Pfeiler. Halt deine Klappe, sonst komme ich gar nicht hin. Sein oder nicht sein, werden Rost und Vergessenheit am Ende der Zeit unser unaufhaltsames Schicksal sein. Weshalb schaudert mir so, wenn ich dieser unweigerlichen Tatsache ins Auge blicke? Könnte ich doch nur für einen Augenblick die Ewigkeit berühren und verstehen? Hallo Digitus, ich habe schon auf dich gewartet. Ich habe viel von dir gehört, seit du in Chimera angekommen bist. Ah ja, so viel habe ich schon mal gar nicht gemacht. Oh ja, Techno. Da tanzen sie übelst ab. So, was haben wir denn hier? Okay, ja, fragen wir den Master. Schön, dich kennenzulernen. Was ist mit deinen Augen los? Ich bin der irre Spieler. Früher habe ich alles immer und überall gegen alle und jeden gewettet. Aber das war schrecklich anstrengend. Ich war ständig unterwegs. Deshalb habe ich mir eine Möglichkeit ausgedacht, zu wetten, ohne einen Fuß vor die Tür zu setzen. Und ich will, dass du es ausprobierst. Ich nenne es die Irre Wette. Ja. Klingt gut. Und wie sieht das Ganze aus? Irre Wetten sind kleine Herausforderungen, die ich dir auf dein Logbuch schicke. Wenn du eine bestimmte Anzahl irrer Wetten gewinnst, bekommst du eine Irre-Superwette. Das klingt nach Spaß. Jetzt möchte ich, dass du rausgehst und zwei schmierige Bullen mit deinem Raumschiff zerstörst. Sieh es als Test an. Wenn du es schaffst, gebe ich dir die Pläne für die Schwarmraketen. Wirklich beeindruckende Waffen. Und wann kann ich irre Wetten machen? Ich rufe dich an, sobald ich die ersten drei fertig habe. Zuerst will ich sehen, wozu du im Kampf fähig bist. Ah ja. Hallo. Hä? Wer bist du? Ich bin der Polizeichef der Stadt Chimera. Ich bin wie für dieses Amt geboren. Ich bin der größte, der schönste, der schlauste Polizist auf dem gesamten Asteroiden. Ja, du bist sehr, sehr schön. Warum sind die Polizisten hier so unfreundlich? Wir sind nicht unfreundlich, aber irgendjemand muss ja hier für Recht und Ordnung sorgen. Deine Kampfraumschiffe sind einfach genial. Lässt du mich eines fliegen? Lässt du mich eines deiner Kampfraumschiffe fliegen?
Das ist leider nicht möglich, mein Junge. Unsere Raumschiffe können nur von erfahrenen Polizisten geflogen werden. Und von denen bist du sicher keine. Mir gefällt deine Frisur. Mir auch. Geh jetzt nach draußen und zerstöre 2 Polizisten. Na okay, dann gehen wir mal raus. Wollen wir jetzt mal alle mit denen hier sprechen? Komm, wir sprechen mal ein paar an. Hallo. Mir ist ein viskoser Typ lieber als ein Bischof. Für 3 Ersatzleben einen Söldner anheuern? Ich will dich anheuern. Du brauchst 3 Ersatzleben, um mich anzuheuern. Wer seid ihr denn? Wir sind die wahren Söldner der Apokalypse, hässlich und bösartig. Wenn du uns ein paar Ersatzleben besorgst, kannst du uns und unsere Raumschiffe anheuern. Für 3 Ersatzleben bekommst du einen Söldner. Seid ihr die große Datenbank gefunden? Ach, Herr Kondos, das muss ich nicht. Das ist zum Bischof. Hallo, die große Datenbank sei mit dir. Mit dir auch. Hallo. Wie kann ich dir helfen? Wer bist du und was machst du? Wer bist du und was machst du? Ich bin Beamter, mein Herr. Wir verarbeiten Daten und machen daraus Formulare, Genehmigungen, Vordrucke, Duplikate, Triplikate, Genehmigungen für Verwaltungsangelegenheiten. Sie können in dieser Stadt nichts tun, bevor wir es nicht genehmigen, eintragen und ablegen. Na wunderbar. Du siehst nicht gut aus. Was ist los? Du siehst nicht gut aus. Was ist los? Nichts ist los. Ich fühle mich glücklich und geehrt, Beamter zu sein. Ich lächle doch gerade. Siehst du das nicht? Ja, das sehe ich. Auf jeden Fall. Genehmigung, Eintrag, ablegen. Wozu das alles? Genehmigen, eintragen, ablegen. Wozu das alles? Was ist denn das für eine Frage? Wenn etwas nicht vorschriftgemäß genehmigt, eingetragen und abgelegt ist, existiert es schlichtweg nicht. Durch unsere Arbeit kann das Universum erst existieren. Wir Beamte sind auf jeden Fall unverzichtbar. Ja, das ist klar. Ist immer so, gell? Yeah. So, wen haben wir denn hier? Prost. Mit dir rede ich als allererstes mal. Komm mal mit. Da. Hallo. Nichts geht über einen Krug Quecksilber. Ah, das ist wieder... Hallo. Nichts geht über einen Krug Quecksilber. Ach komm, da wollen wir jetzt nicht reden. Wer bist du denn? Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Junge? Was tun Sie da, wenn ich fragen darf? Was tun Sie da, wenn ich fragen darf? Ich bin der Bürgermeister von Chimera. Ah. Ich bin gerade im Wahlkampf und erkläre den Leuten, warum sie mich wählen sollten. Warum sollte ich sie wählen? Und warum sollte ich sie wählen? Weil alle anderen Kandidaten Mistkerle sind. Sie sind inkompetente, unverschämte, schmierige Opportunisten, die sich auf Kosten der Bürger bereichern wollen. Ich dagegen bin wie ein überschäumendes Glas robotischer Güte. Oh. Und was tun Sie für mich, wenn ich Sie wähle? Und was tun Sie für mich, wenn ich Sie wähle? Alles Mögliche. Zum Beispiel würde sich mein enger Freund, der Polizeichef, um alle deine Probleme kümmern. Egal welche. Feinde, Gläubiger, deine Schwiegermutter. Ah, okay. Klingt ja sehr vertrauenswürdig. So, was hast denn du? Hallo. Ganz zu deinen Diensten, die Titus. Aha. Da bist du. Boah,